Hallöchen zusammen und willkommen hier zu einer neuen Folge Secret of Mana. Mensch, es ist mal wieder soweit und wir haben getrödelt. Ja, wir haben getrödelt. Es sollte schon längst wieder weitergehen, aber ihr kennt uns ja nur auch schon ein, zwei Tage. Ja, manchmal kommt auch ein bisschen was dazwischen, unter anderem auch Baulärm und sonstiger Krempel und natürlich auch ein bisschen Unlust. Akute ist auch mal hin und wieder das Problem. Was machen wir denn heute eigentlich, sag mal? Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, wir wollen zum Mana-Tempel. Aber die Info im Journal, was bisher geschah. Im Korridor der Prüfung müssen Randy, Prim und Popoy gegen sich selbst antreten. Als sie nach ihrem Sieg zu Ranul zurückkehren, gibt er sich als wahrer Luna zu erkennen und erklärt, er habe nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um sich der Gruppe zu zeigen. Er warnt die drei Helden, dass der Imperator kurz davor steht, die Mana-Festung vollständig zu reaktivieren. Um das zu verhindern, müssen Randy, Prim und Popoy zum Mana-Tempel auf einer kleinen Insel im Korallenriff reisen. Ja, also ab zum Mana-Tempel. Ja, wir stehen schon davor, lustigerweise. Ne? Ich bin schon mal hingeflogen. Ja, ich habe das schon mal vorbereitet, ne? Quasi, dass wir nicht lange Zeit vertrödeln, denn wir müssen schließlich die Welt retten. Ja, das machen wir gleich mal. So. Wen darf man hier ärgern? Na, keiner da. Was ist da los? Wo seid ihr alle? Hallo? Lass mal hier durchgehen. Ach, da geht's ja hoch. Mensch, hab ich gar nicht gesehen. Einfach mir folgen. Ach, guck mal hier. The seal's breaking. We're not gonna make it. Ja. Nothing's happening. Get out of here now. Wer bist du denn, Mensch? Das frage ich mir auch. I am Dryad, the elemental of wood. The seals on the world seeds have all been broken. The continent beneath this palace will rise from the depths soon. You must leave this island now. Ich muss sagen, die hat viel zu tiefe Stimme für so ein kleines zartes Wesen. What about you? I was unable to save this palace. I must accept my fate and remain here. Don't be stupid. Staying here won't solve anything. Come and help us save Mana. Would that I could, but I won't be of much help. That man Thanatos has sealed off almost all of my mana magic. Don't worry. Come on. Hurry. I do not know what to say. Thank you. I will do what I can. Na, aber hallo. Das sind Leute, die magische Kräfte erhalten. Sehr schön. Super. Das läuft. Oh no. That's the continent rising. Der Controller eskaliert. Man hört's vielleicht. So, rauf auf Flämmchen. Wie ist denn Flämmchen jetzt in den Tempel gekommen? Das weiß nur Flämmchen. So, wir wollen aber gleich mal weiter. Kannst du steuern? Ach nee, ich kann nichts machen. Das ist, glaube ich, geplant. Okay, ja toll, wieder alles kaputt gemacht. Ist ja richtig super. Manat ist jetzt natürlich die Frage. Jetzt kannst du wieder steuern, ne? Ja. Ich würde aber trotzdem schon mal gerne gucken gehen, denn irgendwas muss ich ja getan haben. Ja, auf jeden Fall. Oh, hallo. Oh Gott. Wer seid ihr denn? Aber guck mal, hey, Gemma ist auch da. Ja, aber der steht da rum. Ja, warum kämpft der eigentlich nicht? Was ist mit Gemma schon wieder los? Ich weiß es noch nicht. Und ja, Randy ist auch schon wieder völlig von der Rolle. Oh. Wie beim letzten Mal. Okay. So. Panzerarmschienen, okay. Ja, übrigens nochmal kurze Info. Ich habe ja nach der letzten Aufnahme nochmal einiges an Zeit investiert, um halt... Hat man wirklich richtig gelevelt. The sunken continent has resurfaced, and with it, the fortress. I've come with troops from around the world to stop the Empire from taking the Mana Fortress. There's an ancient city under the Grand Palace. You should be able to enter once you get through there. Emperor Vandal made a pact with Mavolia, the underworld. Now, the Mana Sword needs to be completely restored if we're going to stop the Emperor. We'll stay here and fight off the Imperial troops. You go after the soldiers inside. Ja, gar kein Problem. Ja, was ich gerade sagen wollte, als Annie hier schon ja, mal sorry, mit Gemma gesprochen hat. Ja, ich habe mal ein bisschen gelevelt. Ich habe auf jeden Fall die ganzen Magiestufen auf Stufe 7 gebracht. Höher ging es aktuell nicht. Und wir haben uns auch schon die besten Rüstungen jetzt gekauft in Goldstadt. Durchs Leveln der Magiestufen hat sich da echt einiges getan, goldtechnisch. Ich glaube, wir haben immer noch 300.000 übrig oder so. Also das ging wirklich richtig, richtig gut. Und da sind wir jetzt eigentlich gut gewappnet, hoffe ich. So, da müssen wir irgendwo anders lang. Hier geht's nicht weiter, hat er gesagt. Mhm. Übrigens, die Musik, die hier draußen läuft, ja. Also ich finde die ja voll schön. Und da fällt mir ein, dass ich vor bestimmt
14, 15 Jahren einen Remix davon gehört habe. Okay. Das, also ich weiß nicht, das war so richtig schön. Die muss ich mal wieder raus. Boy ist vergiftet. Von Heim. Das ist so mit mein Lieblingslied aus Secret of Mana. Aua, hör mal auf hier. Sehr schön, direkt mal weggehauen hier mit dem Crit. Oh oh, in Deckung gehen. Na, kein Platz für Schokolade. Mann. Ach, Gott. Ja, ich denke mal, jetzt dadurch, dass die Magiestufen gelevelt sind, können wir doch einiges jetzt hier besser bewerkstelligen. Das soll ganz gut funktionieren. Und wir sind auch schon relativ nah am Ende, muss ich sagen. Denn, wie gesagt, die Mana-Festung wartet auf uns und so weit ist es nicht mehr. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 7 Geister befreit. Ich glaube ja. Ich glaube 7. Können die mal aufhören, hier irgendwie sich hier hinten zu zaubern? Aua! 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 Ja toll, jetzt hat er sich freigelassen, hier, oder was? Na schön. Na komm jetzt. Nieder mit der Ente! Lecker Entenbraten. Ente, Ente. Die hat der gekackt? Ja, irgendwas. Oh, der hat ein Ei da gedroppt. So, komm jetzt hier. Schön Crit gefressen. Oder auch nicht. Hat der überhaupt einen Treffer gekriegt? Hallo, wir treffen den gar nicht mehr. Jetzt. Oh, Deckung. Na! Na. Ja, aber das Gute ist, die Todesfalle, die tötet dich halt nicht hin. Nee, ich weiß, da bleibt ein Hit Point übrig. So, ich mache uns mal kurz Heile. Ah, was haben wir denn jetzt hier für Zauber bekommen? Dryade. Wiederbeleber, Mensch, das können wir ja für Anni verwenden. Das ist ja Hallo! Und Kontermagie. Okay, da haben wir jetzt fast alles zusammen. Als ob ich so oft drauf gehe. Ja, ständig. Nein. Okay, so, ich mache uns mal Heile, ne? Water! Water! Pure Water! Ja, man sieht übrigens auch jetzt, wenn die Spells gelevelt sind, dass die auch eine leicht andere Animation haben. Entweder halt irgendwie noch ein bisschen größere Tropfen oder sonstiges. Oder halt zum Beispiel größere Eiskristalle oder mehr Eiskristalle oder so ein Krempel. Also wirklich, das ändert sich halt, je höher die Stufe der Magie ist. Ist wirklich cool gemacht. Und es gibt nochmal einen ganz speziellen Animationseffekt, während wir dann das auf, ich glaube, die höchste Stufe leveln. Da gibt es nochmal einen extra Special-Effekt. Mhm. Aber das dauert halt eine Ecke, bis man da hinkommt. Weil das Level dann auf die letzte Stufe ist echt langwierig. Aber es lohnt sich. So. Schleimi. Kannst du die mal wegzaubern, sag mal? Aber der ist doch schon fast down. Ja, wo denn? Warte. Warte, warte. Was hab ich denn eigentlich? Schlummerblume und Durchbruch. Den will ich mal probieren. Was auch immer das macht, das Problem ist nur halt... Durchbruch Stufe 0. Dryade ist jetzt natürlich gar nicht gelevelt, ne? Ja, ja. Ja. Ein Schaden. Ja, weil da wo ein Durchbruch ist, keine Ahnung. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal hier Feuer. Der gute Salamander, der kann hier ja immer was machen. Was? Verfehlt? Ich glaube, das Ding da oben hat schon Magieschutz oder so. Mm. Du haust dir die ganze Zeit schon deinen Mana raus, ohne dass du irgendwie effektiv hier was killst. Was ist denn da los, sag mal? Ja. Ich hab's ja alles verlernt hier beim Zaubern oder was? Okay. Aber jetzt komm. Nee. Oh, naja, wenigstens ist das Ding kaputt. Ey, du Schleim. Och nee, aua. Oh Gott. Oh, da hat aber wehgetan. Die Kunde, ich mach dich mal heile. Ja, das ist nett. Diese Schleimis hier, die sind so stabil. Sag mal, was ist denn da los, Sekunde? Naja, ich zauber auch gleich nochmal richtig. Ganz kurz gucken, wo war denn hier diese komische... Es gab da so einen Schutzkreis. Ist das nicht gewesen? Nee, bei der oder Lichtmagie? Du hast den, das weiß ich nicht. Barriere der Reinheit? Aber das ist nicht. Es gibt doch so eine Magiebarriere. Oder soll es die Barriere der Reinheit sein? Ich glaube, das ist die dann. Hm. Oder der Luna-Schuh. Au. Nee, es muss irgendwie so ein Ring sein. Angriffsboost? Sieh das mal an, hast du das gesehen? Was war denn für ein Schaden? Nee, hab ich nicht. Wir haben gerade 140 Schaden gemacht. Ja, aber ist ja nix. Na hier, nee, aber vorher haben wir ja nichts getroffen. Nee. Gefühlt. Alter, wir müssen das Ding ja kaputt machen. Ja, jetzt. Ne? Nein? Oh, mach dir mal. Was ist denn da los? Okay, kannst du den mal kaputt zaubern, bitte jetzt hier? Aber jetzt, komm, der liegt jetzt im Dreck. Komm. Hey, da macht er noch Schaden. Noch nicht. Jetzt. Aua. Ich schmerze, wir sind jetzt schon halt tot. Mhm. Aber wir haben ja noch genug Nüsse mit. Mhm.
Wenn das so weitergeht, haben wir bald keine mehr. So, müssen wir jetzt runter? Ja, ne? Ja, wir kommen ja eigentlich von, oben. Mal von aus. Oh, nee. Oh Gott. Ist aber schön, dass der Soldat hier nicht mitkämpft, ne? Also irgendwie. Ja, die stehen immer völlig unbeteiligt rum. Moment. Bevor das hier wieder ewig ausartet, direkt mal Waffenverzauberung, können wir gleich versteinern, damit wir nicht mehr ausweichen können. Stone Saber. Ach, voll daneben, was war das? Ah, da kommt der nächste Ritter. Ich treffe nicht. Ja, du musst trotzdem gleich mal gucken wegen der Schutzbarriere. Ja, ich guck mal. Ist die Frage, wer die hat. Aber du meinst jetzt nicht Mondmagie, oder? Oder ich habe die einfach nicht gefunden. Also irgendwo gab es auf jeden Fall... Oh, vielleicht muss ich beim Dings gucken nochmal. Magiewand, dunkle Macht. Nee, ich glaube, du hast sie nicht. Nee, also ich habe ja sonst auch nie irgendwelche Schutzbarrieren gehabt. Ja, das stimmt. So, ich gucke ich nochmal ganz kurz nach, denn wie gesagt, irgendwo muss sie doch sein, diese komische Barriere. Kontermagie, das ist ja falsch. Oh, das ist wirklich die Barriere. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Kontermagie. Naja. Naja, wir nehmen es einfach mal mit. Das kann nicht schaden. Eben. Aber vor allem, weißt du, ne, wir haben schon die beste Rüstung, die es aktuell zu holen gibt. Und kriegen trotzdem noch eine Tonne Schaden. Trotzdem machen die so viel Schaden. Also dieser Kaminigel, der war echt hardcore. So, jetzt hier einmal richtig. 9 und 8. Oh, nee, 246 ist schon was anderes. Ach so, Moment, warte mal. Wir haben ja Panzerarmschienen gefunden. Ich lege die mal gleich ganz kurz an, wenn sie denn besser sind. Mhm. Oh, hallo. Guck dir plus mal 176 Magieabwehr und 55 Verteidigung. Was zum Henker? Wow. Das ist ja... Okay, dann hat sich das Einkaufen ja richtig gelohnt. Mhm. Aber das Problem ist, die sind halt Random Drops hier und dann müssen wir halt natürlich einiges farmen. So, erstmal wieder hier ein bisschen aufladen. Komm. Platt ist es. Den links machen wir nicht mehr. Nö, ach, ist egal. Oh. Oh Gott. Oh Gott, wer bist du denn? Hier ist ja richtig was los. Ja, die Frage ist, wie kommen wir hier raus aus dem Wasser? Vielleicht noch gar nicht. Oder irgendwo anders runterspringen oder ich so? Ich glaube, wir müssen links runter. Weil hier sind wir nur im See gelandet. Ja. Dann also doch hier Raupi kaputt machen. Ich habe gerade schon die ganze Zeit auf den falschen Charakter geguckt. Mann. Unglaublich. Kaum mal ein paar Tage nicht gespielt, ne? Völlig verwirrt. Komm. Stirb. Reicht noch nicht? Ja, ich hab getroffen. Oh, jetzt. Jetzt ein kritischer Treffer, sehr schön. Okay, dann geht's hier runter. Mal gucken, ob wir jetzt dann hier wieder im See stehen. Aber eigentlich müsste das ganz gut passen. Oh, im anderen See. Aber da kommen wir vielleicht auf der anderen Seite raus. Ja, kommen wir kurz hier rüber. Ja. Okay, da geht's nicht lang. Ein kleines, süßes Etwas. Nee, das ist nicht süß. Ich weiß. Das klaut die ganze Magie. Weh. Machst du mal kaputt. Dann hab ich gleich kein Mana mehr. Ja, ach so. Man sieht's nicht. Ah. Jetzt. Nee, nicht Erdrutsch. Magie so, verdammt hier. Also du hast irgendwo auf das Ding links oben. Ich habe irgendwas anderes. Ah, oh, ich habe den blöden Fisch da oben erwischt. Was soll das denn? Ach, Moment jetzt. Wie du so. Stimmt, so hieß der. Da unten kommt gleich der nächste, ja. Komm, geht der down? Ja, dann machen wir den da unten auch noch. Oh, Stufe 56. Sehr schön. Hat da ganz gut geklappt hier, das dass wir dann gleich noch Level up hatten. Er war auch da. Komm, Meduso. Was machen diese Soldaten da die ganze Zeit, sag mal? Chillen. Mittagspause. Das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt schon einen guten Schutz haben, können wir so viel Magie klauen. Mhm. So, wir kümmern uns hier um alles. Ja, was denn? Die machen gar nichts. Ne, mit wir meint er uns. Mhm. Wozu meinst du jetzt hier raus aus dem Wasser, sag mal? Was ist denn da los? Kannst du mal kaputt machen? Ja. Metallskorpion. Wahrscheinlich hätte man da auch Blitz nehmen können oder so. Blitz nehmen können, ja. Einmal schön Strom durchjagen. Ah, der ist auf jeden Fall noch nicht kaputt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob der überhaupt Schaden genommen hat oder wie viel Schaden er genommen hat. 47 waren das.
So. Komm. Na? Aber hat nicht gereicht für den einen. Der lebt immer noch. Weil der eine ist kaputt. Ja, weil der, weil den hatte ich vorher schon getroffen. Aber dann nehmen wir hier mal kurz Windstoß. Boah, was? Hast du das gesehen? 899? Naja, ist halt Einzelschaden. Das hätte mit dem Blitz auch nicht anders ausgesehen. Randy hat auch ein Level up. Oh. Nee. Ja, ich denke mal, dass man hier auch echt gut leveln kann nochmal. Ja, das denke ich auch. So, bevor er hier seinen Magiesog wieder raushaut. Aber siehst ja schon, die ganzen Kristalle und sowas und Blitze und sowas sind alle viel größer. So, liebe Leute, wir müssen raus aus dem Wasser. Ja, ich denke mal, da geht's irgendwo lang. Das ist ja der einzige Weg hier. Ach, dieses Magiesog. Kann der das auch, oder was? Nee, irgendwo steht ja so ein Viech rum. Da oben. Da oben. Egal. Erstmal wie hier. Aber sieht cool aus hier. Das mag ich hier mit den ganzen Korallen und sowas. Sieht echt cool aus. Oh, was ist das denn? Na, so ein Ding zum Hochspringen. Achso. Ein Springding. War da rechts noch was? No! Okay. No. Oh, da müssen wir aufpassen, dass wir hier. Aha, Moment, warte mal. Da müssen wir vielleicht. Ja? Wenn wir hier oben lang laufen. Komm also, mit. Ja. Ach, wir kommen gar nicht hoch. Kannst du die wegmachen mit der Axt oder ja, so? Ja, warte. Du hast doch schon die Axt. Ja, schlag da mal zu. Achso, falsche Taste. Ja, hier drüben. Genau. So, hier oben lang, ne? Okay. Bumerang-Warp, sehr schön. Müsste der nicht bald ausgelevelt sein? Also, oder zumindest ausgeschmiedet? Nee, ich glaube, wir haben jetzt Stufe 7 bei 2. Oh Gott, mal weg der ganzen Krempel hier. Oh nee. Was ist denn hier los? Hier ist noch so ein Meduso oder so. Ah nee. Ja doch, doch, irgendwo ist einer. Mach erstmal die ganzen Dinger hier weg. Ja. Wachsen die nach? Nee. Da oben ist irgendwas, was hier. Was ist denn das da oben? Nein. So eine komische Eule. Ja, aber ich glaube, die kann auch Magie so. Ja, ich glaube auch. Ich schau mal kurz was raus. Komm, auf alle. Jetzt haben wir so viele. Oh, ich glaube, der hat gerade einen Magieschutz bekommen. Glückwunsch. Autsch. Scheiße. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt so viele coole Zaubersprüche und du nimmst aber diese kurze Sprüche vom Anfang. Nimm ja, doch mal die richtig guten. Ja, die sind jetzt auch nicht schlecht. Die total guten. Aber hallo. So, nee. Hier wird nicht mehr gezaubert, weil, ne, die haben schon Magieschutz. Du kannst aber, glaube ich, auch den Magieschutz entfernen. Irgendwie Magie. Magiebann, ne? Magiebann oder sowas. Lass mal gucken. Ich glaube, der hatte den, oder? Ja. Magiebann, ja. Und? Müsste jetzt eigentlich dann gelöst sein, oder? Ja, die Barriere sollte weg sein. Wir testen das mal. Gott, das wird so ein. Dunkle Macht. Das wird so in die Hose gehen. Wenn du das sagst, kann das nur in die Hose gehen. Ja, guck mal, hat geklappt. Große Eule. Du musst jetzt auch mal dran glauben. Was ist denn hier los, ey? Kimono-Hexer. Er hat tonnenweise Viehzeug hier am Start. Ich wollte eigentlich mal unten noch links und rechts gucken, ob da irgendwelche Türen sind oder sonstiges. Ja, gut, nehmen wir auch eine neue Verzauberung. Und zwar die hier, Lightsaber. Der hat nämlich irgendwie, glaube ich zumindest, den Life Leech, oder? Nee, warte mal, ist der falsche. Moment, der hier war das. Nee, der war das. Mondsäbel. Komm, oder man hier. Kann bei denen keine Dings Heilpunkte klauen. Heilpunkte. Lebenspunkte. Ich weiß, was ich meine. Meinst. Ja, guck mal, jetzt haben wir auf jeden Fall Life Leech. Ja, sehr gut. Guck mal, das Ding ist auch kaputt. Ey, man kommt aber auch nicht wieder zurück, ne? Hier ist alles voll mit viel Zeug. Was kommt denn da angehüpft? Und da. Ein Frosch? Hallo, Kermit. Na! Nix, wie ich einfach nicht getroffen habe. Ja, ich auch nicht. Was ist denn das für ein komischer Frosch? Das ist kein Frosch. Hä? Wo ist er hin? Er hat sich versteckt.
Also wollen wir jetzt nochmal nach unten gucken gehen? Ja, wir gehen auf jeden Fall nochmal nach unten gucken, denn wie gesagt, ich würde gerne wissen wollen, ob da irgendwie links und rechts noch irgendwas war. Und ich denke mal, wir dürfen auch nicht irgendwie runterfallen. Ach, da war noch ein Schalter. Okay, naja gut. Na? Ist ja jetzt nicht so schlimm. Das ist höchst dramatisch. Ach, hier ist das Ding, was hier... Oh nee, das wäre so ein Wasserfall. Da wären wir schon runtergespült, sag ich jetzt schon. Du kannst auch Magiesog nehmen, theoretisch. Ich weiß auch nicht, ob das bei denen geht. Aber normalerweise müsste das funktionieren. Warte mal, das können wir mal testen. Ach nee, wer hatte das denn? Naja, war schon richtig. Nee, da war Magieban. Nee, da war Magiesog auch dabei, glaube ich, oder? Nein. Oder warte mal, war das Luna? Ja, ich glaube hier. Ja. Luna, your turn! Luna, your turn! Gucken, ob ich was kriege. Ja, ein bisschen habe ich gekriegt. Und darauf kommt hier gleich die Antwort, ey. Revanche, schätze ich. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da keine Chance haben, rüberzukommen. Nee, brauchst du jetzt nicht, wenn er jetzt eh gerade nicht schon funktioniert hat, brauchst du nicht nochmal machen. Nee, ich hab doch jetzt nicht Magie so genommen. Oh, Vorsicht, nicht runtergespielt werden hier. Da kommen wir nie im Leben rüber. Dann lieber nicht. Dann müssen wir bestimmt den Wasserfall irgendwie stoppen. Das geht bestimmt irgendwie. So, nicht rauftreten. Okay, da geht's nicht weiter. Okay, dann müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass es da noch irgendeinen Gang gab. Mhm. Wahrscheinlich vergessen wir es eh wieder. Naja, was soll's. Aber es sieht total geil aus hier. Es gefällt mir richtig gut. Ach, da ist es. Warum das ist, keine Ahnung. Also ein Frosch ist das nicht. Irgendwie das ist eine komische Kröte. Ja, wie so ein Dino oder irgendwas. Ein Froschreptil. Oh, hast du gesehen? Okay. Schnell rennen. Oh mein Gott. Oh je. Lass uns mal weiter links halten. Und Randy ist schon mal irgendwo Geschichte. Naja, Randy ist immer Randy. Irgendwo. Der ist immer AFK. Oh. Aha. Mhm. Dann kommen wir jetzt... Oh, hallo. Das ist ja wie bei Dark Souls. Das sind diese Froschdinger mit den großen Glubschaugen. Ja, da waren es einfach Basilisken. Ja, stimmt. Ja, die sehen aber aus wie Frösche. Kannst du mal irgendwas raufzaubern hier? Ja. Partystimmung. Kann ich machen. Bäm. Was? Hast du das gesehen? Ja, Alter. Die sind wahrscheinlich nicht anfällig für Dark Magic. Oh nein. Todesfalle. Mhm. So, mach mal so. Ja, du sollst auf jeden Fall zusehen, dass du deine Magiepunkte immer mit diesem Magieentzug voll kriegst, weil ich brauche, glaube ich, die Nüsse selber. Ja, ist okay. Oder wir leveln einfach schneller. Geht ja auch. Ja, sehr schön. Der war gut. Noch einer. Komm, hier nehmen wir dann nochmal Magiesog. Ach, Quatsch. Jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß gar nicht, ob die Magiepunkte haben. Ja, ist halt die Frage, vielleicht geht das ja auch bei allen, weißt du? Egal, ob die Punkte haben oder nicht. Wenn irgendwas keine Magiepunkte hat, dann geht das nicht, glaube ich. Na, wir gucken mal. Ja, voll. Also ist egal. Ich glaube, ich entziehe denen einfach alles, was sie haben. Den Skill. Auch das. Nein, ich wollte ja gar nicht lang. Sonst rutscht hier gleich ein Abgrund. Guck mal, die Fußspuren im Sand. So, dann mal links halten. Oh, hallo. Oh nee, wieder so ein komisches Ding. Oh, gibt's aber jetzt richtig viele von diesen Wasserfällen. Achso, nee, das hat ja nicht geholfen. So, alle platt? Fast. Na komm, der müsste jetzt aber liegen. Was hält der denn bitte aus? Okay. Aber da kommt man... Hä? Man kommt nicht rüber. Was ist da los? Was ist das denn? Ja, wir müssen den Schalter finden. Also schön langsam. Rechts. Wollen wir jetzt runter? Ja, wir gucken erstmal hier. Ah. Oh, es ist... Ah, ich dachte schon, es ist platt.
Nee, das jetzt. Dauert ja leider bei denen etwas länger. So, einmal hier lang. Na, aber komm. Wir haben bisher ja noch nicht weiter irgendwelche Rüstungsteile gefunden. Ich meine, die sind ja relativ selten, klar, logisch, aber Kisten haben wir generell auch relativ wenig gefunden. Ja, es sind wirklich wenig. Haha. Ah. Boah, aber ich meine, alleine diese Armschienen, hallo, das ist ja... Die sind mega. Richtig gut. Hätte ich gern auch noch welche. Ist ja besser als das Oberteil, was wir anhaben. Eben. Das war sogar ein Crit. Und irgendwas zaubert da schon wieder rum. Ach, da ist schon wieder so ein Meduso-Dingens. Kommt man überhaupt durch das Zeug? Gute Frage. Moment. Nee, ich glaube nicht. Das kann man nicht wegschlagen. Nee. Warum habe ich da nichts getroffen? Hat der schon wieder eine Barriere? Na, der hatte... Also du hast schon getroffen, aber du hast einfach nicht genug Schaden gemacht. Ich habe gerade einen Schaden gemacht. Nee, du hast mehr Schaden gemacht. 200 oder so, aber... Diese langweiligen Zauber. Hallo. Lass mich Feuer, doch. Der war gerade schnell da. Ja. Feuer, Blitz, Eis, alles ruft. Darf mir da. Nie aussuchen, was ich hier irgendwie nein. zauber. Guck mal, wie viel nein, Schaden nein, der gemacht viel, hat. Das sieht viel cooler aus. So, wenn kommen wir so rüber. Die ganzen coolen Zauber nimmst. Ich hab die ja nicht ohne Grund gelevelt, aber. Fräulein. Guck mal lieber deine Mana-Punkte an. Ja. Katastrophe. Schon gesehen. Mit ihnen. Und wahrscheinlich kommt jetzt gleich ein Boss oder so, wenn wir durch die Tür gehen. Ja, dann hau hallo. Ich jetzt einmal Magasog. Oh, hallo. Wuhu, hallo, Moment. Ne? Also dieser... Ach, du bist gerade dran. Ja, Sekunde. Ich will ganz kurz hier so eine Schutzbarriere zaubern. Jo. So. Hydra. Komm, Hydra. Gib mir ein bisschen Mana. So, ich guck mal jetzt kurz nach, was denn überhaupt hier... funktioniert bei dem Viech. Ich hoffe, ich kriege trotzdem hier ein bisschen was. Ja, okay, cool. Verfehlt. 12.000 Erfahrungspunkte, das ist schon schön. Anfällig für Feuer. Na, wie unerwartet. Na dann, hauen wir mal raus hier. Oh nein, ich bin vergiftet. Oh, hast du das gesehen? Oh. 600. Ja, ich weiß, weh. Aber wie gesagt, ich habe ja auch gelevelt. Und dementsprechend machen die Spells natürlich extrem viel Schaden. Ja. Hydra wurde kritisch getroffen. Wahrscheinlich kriegst du jetzt so ein Crit hier für Lebensentzug. Quatsch, hier Mana-Punkte-Entzug oder so. Na, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gekriegt habe. Gar nichts. Schön. Na komm, dann nochmal Feuer raus. Wenn noch passt das ja. Da hast du gesehen, die Köpfe wachsen nach bei dem Viech. Ja. Bei der Hydra. So, ich habe auch ein bisschen Magie hier. Feuer, kann ich auch mal kurz draufhauen. Feuer! Die ist bestimmt gleich kaputt. Boah, schon wieder so ein Crit. Geil. So, nochmal hier. Mein Dingens. Du hast eh gleich Level Up, denke ich mal. Also einfach Feuer drauf und fertig. Na gut. Wenn du das jetzt sagst. Na, 12.000 XP krieg ich ja gleich für den Kill. Und wenn nicht, dann haben wir auf jeden Fall die nächsten Level Up. Also ist jetzt nicht dramatisch. Ach, und da ist sie kaputt, die Hydra. Die liegt ja hier sofort im Dreck. Na, aber hallo. Da haben wir es mal wieder geschafft. Unglaublich. Das Wasser sieht voll schön aus. Mhm. Bravo, sehr schön. Wunderbar. Und? Irgendein Orb. Ein Lanzenorb vielleicht oder so. Peitschenorb. Wer will denn sowas haben? Wer will denn einen Peitschenorb, sag mal? Ich hab keine Ahnung. Oh, hallo Freunde, wer seid ihr denn? Ach nee, ihr seid keine Freunde. I'll take care of these pests. Prepare to. Ja. Enough, Anna. We don't have time to waste on children. With the Mana Fortress in our hands, no one will stand in our way. Not the Republic, nor these brats. Press on. Yes, sir. Wir machen die Ena fertig. Your time will come, pests.
Nö, ihr müsst dran glauben. Also ich meine, die haben in der Vergangenheit auch nicht gelernt, dass sie die ganze Zeit aufs Maul gekriegt haben, ne? We gotta hurry. Ja, wir beeilen uns. Gehen wir mal schnell raus. Oh, schon wieder so viele Viecher hier. Komm, Salamander. Komm, dann hauen wir hier auch nochmal einen Zauber raus. Und dadurch, dass wir jetzt wieder noch so ein Magie-Dings mehr haben, dürfen wir jetzt nochmal alle eine Stufe höher leveln. Mhm. Super. Das läuft richtig. Oh, sie brennen. Das finde ich halt gut, weil die dann auch nicht angreifen können oder sonstiges. Ja. Cool. Und diese komische Kimono-Eule müsste jetzt eigentlich hier schon so ein Brathühnchen. So lecker grillen. Hallo, wir hatten gerade erst Essen. Hey Freunde, guten Tag. Und es brennt. Raupen vom Grill. Oh, Moment. Haben wir ja was raus hier. Jetzt kriegst du es gleich wieder ins Gesicht, weil Magieabwehr. Naja. Du lernst das aber auch nicht. Oh mein Gott, ich hab das zu spät gesehen. Ja, hallo, du musst mal gucken, was die zaubern. Ja. Kein Wunder, ich die ganze Zeit wieder Leben brauche für dich. Du musst auch noch üben. Von daher. Komm, der liegt da. Ja? Oder wolltest du nochmal hoch? Ja, ich wollte einfach nochmal links und rechts gucken, ob da noch irgendwas ist, aber naja, hoffentlich nicht. Aufladen. Wie so eine. Ih, die kackt uns wieder an, diese Blöde. Ne, ich glaube, die legt ein Ei, oder? Aber sieht da total pervers aus. Ja, was ist das für eine perverse Ente? Ist ja ekelhaft. General Quark. General Quark, das ist ja wirklich. Da kommt noch so einer. Na? Eiangriff? Schön auf dem Boden liegen lassen hier. Oh, da war ich zu schnell dran. Kennen wir ja schon. So, mal wieder heilen. Dem Tod von der Schippe gesprungen. Hast du mal Glück gehabt hier. Thanks. Juhu. Geht's ja gar nicht weiter. Oh, eine Rolltreppe. Okay. Wer hat's noch nicht ausprobiert, dann bei der Rolltreppe einfach mal in die falsche Richtung runterlaufen. Kennt man ja schon. Oh, hallo Freunde. Gleich wieder die großen Köpfe hier. Zarte Beißerchen. Ja, nischt können sie. Oh. Moment, Verwirrungsstufe 6. Wenn wir dagegen laufen, sind wir verwirrt. Wir müssen das Ding irgendwie ausstellen. Nee, der hat unten gezaubert. Aber wir kommen ja hier nicht durch. Ja, das kann ich auch nicht ändern. Zum anderen Weg finden. Mal wieder hoch. Weil ich glaube nicht, dass es danach geht. Boah, kannst du dann Analysezauber draufwerfen? Ich gucke mal ganz kurz. Sekunde. Nee. Nee. Ja, dann lass uns mal oben lang gehen. Vielleicht können wir irgendwie mit Blitz verzaubern. Aber oben ging es doch nicht weiter. Ja, vielleicht haben wir wirklich nicht richtig geguckt. Win! Thunder Saber! No way! Nee. Da kommen wir nicht durch. Naja, gut, wir gehen mal oben gucken, ob da irgendwas ist. Na komm mit hier. Ja, ich bin gerade hängen geblieben. Er strudelt. Kleines Trödelchen. Da, cool. Guck mal. Ah, hier geht's rein. Ah, sehr schön. Das ist ein Scheiter. Jetzt kommen wir da lang. Das sage ich dir. So, wir laufen jetzt andersrum hier. Einfach mal total anti sein. Wer kennt's nicht? So, du kannst gleich mal hier wieder Mana-Punkte klauen. So, schön von allen hier ein bisschen was. Ich finde es übrigens immer noch schade, dass man hier im Multiplayer nicht direkt festlegen kann mit den Shortcuts. Ja, das, was im Singleplayer so gut geht. Ist echt komfortabel. Oh ja. Aua. War halt dein Ei bei dir. Ganze 6 Schaden. Oh, jetzt. Oh Mann, ich wollte die Kiste gar nicht haben. Oh, hi. Oh, ich kann ja mal eine Schoki essen. Nein, ich würde keine Schoki essen. Warum? Nee, die brauchen wir vielleicht noch, Mensch. Water.
pure water. Das Vieh liegt immer noch hier, so unglaublich, diese komische Ente da. Trifft die auch nicht. Jetzt. Ja. Oh, jetzt haben alle Level up. Bis auf Randy, denke ich, ein bisschen hinterher, der Gute, aber das macht nichts. Ich glaube, der ist nämlich bei einem Bosskampf ist er nämlich gestorben. Ah, und hat dementsprechend keine XP bekommen. Ist das eine Tür? Ja. Ist halt die Frage, ob wir aber erstmal. Dann gehen. Erstmal nicht. Oh, oh, hallo, wer bist du denn? Können wir gleich mal den Peitschenorb hier einsetzen? I've been waiting. Which weapon is. Es war schön, dass der Schmied ja echt hier einfach mal rumwartet. Kampfscheibe ist das Ding jetzt. Hammerpeitsche. Mhm. Sehr schön. Oh, kannst du mir die Preise angeguckt? Ja. 12.500. Ja, aber guck dir an, wie viel Geld wir haben. Wir sind fast pleite. Glaube ich. Das ist natürlich die Frage. Ach, hallo. Mensch. Ah, Mensch, die Rebellen. Mal kurz anlabern. You're safe. Are you wounded at all? Resting at your strength back. Ah, praktisch. Kann man auch speichern. Das wäre schön. Weil speichern wäre total cool. Aber speichern gibt's ja nicht. One of our enemies dropped the secret code. Red, blue, yellow, green. Rot, blau, gelb, grün. What's that supposed Merken to mean? Wir uns mal. Ich hab erst vergessen. Tja, ich glaube, hier kann man nicht speichern. Ja, zum Glück haben wir hier geguckt, denn sonst hätte man den Code nämlich vergessen. Juhu, jetzt Rot, hat blau, Randy grün, das auch. Gelb, richtig? Rot, blau, grün, gelb, ja. So, ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle mal ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Mal schauen, was uns dann erwartet. Also dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.